Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem UX Gaming Kanal. Ja Leute, erstmal, ich habe wieder gar keinen Plan, was im Hintergrund läuft, ihr kennt ja das Spiel. Ich muss erstmal gucken, wie lange das Video geht und so weiter, also guckt auf jeden Fall mal in die Beschreibung, da ist der Gameplay-Spieler verlinkt. Und ich werde euch natürlich auch einblenden, was das für ein Gameplay ist. Ja meine Freunde, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, geht es heute um UX Ersin oder auch um unseren türkisch-albanischen Stammgast des Jobcenters. Auf jeden Fall, er hat ja vor ein paar Tagen UX verlassen, ich glaube, das war letzte Woche oder so. Und deshalb kann man sagen, dass die letzten Tage eine wirklich sehr schwierige Zeit für ihn waren, vor allem, weil auch seine Menstruation davor war. Und es gab auch viele, ich sag mal, Gerüchte darüber, warum er jetzt UX verlassen hat. Und manche Leute meinten auch, yo, der ist schwul geworden oder so. Ja, Leute, das stimmt, obwohl das gar nichts mit der Thematik zu tun hat. Auf jeden Fall, es gab so ein paar Sachen, die passiert sind, die sozusagen dazu geführt haben, dass er UX verlassen hat. Ich kann euch ja so die ein, zwei Hauptstories erzählen, wie es einfach dazu gekommen ist. Auf jeden Fall, die Jungs, also Massi, Ersin, Kiwi, Stelios und Vasili, die waren ja in Bangladesch, in Belgien. Da war ja irgend so ein Turnier oder so. Kein Plan, Alter, ich habe keinen Plan von diesem E-Sports-Shit. Auf jeden Fall, die sind ja alle zusammen so dahin geflogen. Und ich war natürlich dabei. Dann sind wir so ganz normal in unserem Hotel eingecheckt und so, war eigentlich alles in Ordnung. Da kam so ihr Manager Vasili. Er sagte, ja, Jungs, ihr müsst jetzt mal ein bisschen üben, weil, keine Ahnung, da war irgend so ein Turnier oder so. Und da haben die Jungs natürlich ordentlich angefangen zu zocken. Also nicht alle, aber alle waren schon irgendwie beschäftigt. Also Ersin hat seine E-Mails vom Sozialamt abgecheckt und Kiwi hat so versucht, seinen Gamer-Grip so als Gleitgel zu benutzen. Und Massi, kein Plan, der hat irgendwie seinen Adana-Kebab gegessen. Und Stelios, kein Plan, der war irgendwie so faul, dass er sich zurückentwickelt hat zu Onyx. Auf jeden Fall, wir haben dann alle so ein bisschen dort gechillt. Die Jungs haben auch so ein bisschen gezockt und so weiter. Und aus irgendeinem Grund, ich habe keinen Plan, wieso hatte Kiwi so richtig Hass auf Massi. Ihr wisst ja so, Kanaken und Deutsche haben immer Stress. Dann saßen wir alle so ein bisschen im Hotel rum. Dann hat zuerst ihn angefangen, ein bisschen BO3 zu zocken. Auf einmal steht so Kiwi auf. Er steht so auf und geht so zu diesem Booster von Massi. Ihr wisst schon, dieser Gaming-Booster oder so. Kein Plan, das ist irgendwie so ein Pulver. Und hat so irgend so eine Flüssigkeit da reingemischt. Kein Plan, Alter. Und zufällig hat sich dann Massi ein bisschen was vom Booster gegönnt. Da haben sich so die Synapsen in seinem Gehirn so verknüpft und sich so verdreht. Ey, kein Plan, ich war Scheiße in Bio. Ich habe keinen Plan, was ich gerade laber. Auf jeden Fall, Massi kriegt dann so voll die Psychosen, wisst ihr? Er steht so auf, geht so zu Ersin, aber Ersin so full in seinem Game, er konzentriert sich so richtig, er checkt so gar nichts. Massi nimmt so den Scuff von Ersin, zieht so den Stuhl von Ersin weg und steckt den Scuff-Controller so richtig tief in sein. Dann dreht sich so auf einmal Ersin um, weil er hat nicht gesehen, wer das war. In dem Moment, wo er sich umdreht, nimmt so Massi den Booster und schmeißt ihn so in die Hände von UX Charlie. An sich so ganz korrekt, weil ich meine, die Schuld wird immer auf den scheiß Allmann geschoben. Und UX Charlie ist halt UX-Member und keine Ahnung, dann wollte Ersin so raus aus UX oder so. Ja Leute, die nächste Story war glaube ich sogar noch am selben Tag. Und zwar, die Jungs haben so richtig viel gezockt und die waren einfach unnormal hungrig. Da dachten wir uns so, okay, warum grillen wir nicht alle zusammen? Da waren wir so ein bisschen unterwegs in Belgien, haben so nach irgendeinem freshen Laden gesucht, wo es so Fleisch und sowas gibt. Dann sind wir so mit den ganzen Jungs so in den Laden reingegangen. Und wir wollten dann so ein bisschen Fleisch und Trinken und sowas kaufen für den Abend. Und wie einige von euch wissen, sind Massi und Ersin ja Moslems oder auch Teilzeit-Moslems. Dann haben Massi und Ersin so die Jungs gefragt, ey Leute, ist es okay, wenn wir kein Schweinefleisch nehmen, also wenn wir alles nur, keine Ahnung, Rindfleisch oder so nehmen. Da waren eigentlich alle einverstanden, dann kommt so aber UX Charlie aus seiner Ecke und sagt so, sag mal, ne, ich esse nur Schwein. Auf jeden Fall, die Jungs haben dann so ihren Einkauf erledigt, sind dann so rausgegangen aus dem Laden in so einen freshen Garten und haben so dort einfach angefangen zu grillen. Dann so auf einmal aus dem Nichts, Leute, aus dem Nichts kommen so ein paar Impact-Member, ziehen so Ersin in so eine dunkle Gasse und haben ihn einfach gnadenlos vergewaltigt. Ey, kein Plan, ob das zur Geschichte gehört, aber er fand's unfassbar geil. Und ihr müsst wissen, während die ganze Sache so passiert ist, haben Kiwi und Charlie so einen richtig fetten Schweinekopf genommen und ihn so auf den Grill geschmissen. Und als dann Ersin nach seinem ganzen Spaß wieder zurückkam, haben die ihm so erzählt, ja, das ist irgendwie Rindfleisch oder so. Und er hat denen dann natürlich geglaubt und ich habe zwar keinen Plan, wie man so einen fetten Schweinekopf mit Rindfleisch nicht unterscheiden kann, aber der Typ ist ja eh nicht der Hellste im Kopf. Auf jeden Fall, er hat dann dieses Schwein gegessen, aber er hat's nicht normal gegessen, Leute. Er hat's mit Liebe gegessen. Na, Teilzeit-Moslem halt. Und ihr müsst wissen, UX war immer sowas wie eine Religion für Ersin und als er dann Schweinefleisch gegessen hat, ist er dann so zu Impact konvertiert. Ey, was laber ich für eine Scheiße, das ergibt gar keinen Sinn. Auf jeden Fall habe ich dann auch so ein bisschen versucht, ihn zur Rede zu stellen. Bruder, Ersin, ich verstehe nicht so. Du sagst doch immer, du bist Moslem und so. Warum hast du eigentlich vorhin so Schweinefleisch gegessen? Ich check das gar nicht. Bruder, ich verstehe gar nicht, was das Problem ist. Auf der Packung stand, dass das Schwein halal geschlachtet wurde. Der Hobby-Moslem, Alter.